Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Planet Crafter und unserem Ausflug. Wir haben in der letzten Folge schon ein paar echt coole Sachen gefunden, wie wieder mal eine Leiter, die in den Boden geht, eine Uranmine und eine Iridium-Osmium-Schwefelmine. Ja, ein bisschen was habe ich schon zurückgebracht, ist Osmium und Schwefel und ein bisschen Iridium, aber wir sind jetzt hier, wo unsere coole Mine wäre. Und ich dachte, heute machen wir noch einen Ausflug und morgen wird gebaut. Darum blättern wir von hier weiter. Hab wieder Materialien mit zum Raum bauen und eine Tür. Dreimal Eisen müssen wir so finden. Das sollte aber kein Problem sein, wie man sieht. Easy. So. Da ist die Uranmine, da ist die Osmium-Mine und dann waren wir hier noch nicht. Ich glaube, hier sind wir abgebogen, oder? Ja, genau, hier bin ich dann rein, weil ich dachte, es wäre eine Höhle, aber es war dann keine. Wir sind dann einfach nur drüber geflattert. Oder das war hier. Ich glaube, es war hier. Ja, ja, weil hier ist der Eingang. Alles klar, dann müssen wir hier lang. Gehen wir hier hoch. Yo! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich back im Stein. Aber ist okay. Was gibt's denn hier zu sehen? Oh! Da ist eine Kapsel, eine Rettungskapsel. Okay. Unser Ziel. Da ist eine Truhe, die holen wir als erstes, würde ich sagen. Nicht abstürzen. Alles nur nicht abstürzen. Das könnte wehtun. Das könnte tödlich enden. Was hast du? Yo, solche Truhen mag ich. Neue Mitteilung erhalten. Okay. Uiuiuiuiui. Aber zuerst Luft schnappen, sonst da geht uns die Luft aus. Zack. Dann zack. Dann provisorisch machen wir trotzdem mal wieder einen Schrank. So. Dann gehen wir mal gucken. Hier ist eh nichts, oder? Erstmal so ein bisschen außen rumschauen. Da ist wieder eine Leiter. Eine Leiter ist prinzipiell immer vielversprechend. Da gibt es immer Zeug. So. Hallo? Moment. Yo! Oh, ich kann die Türen zerlegen. Okay. Kann ich den Raum jetzt auch zerlegen? Nein. Oh, es ist mein. Okay. Ja. Dachte mir gerade, yo, ey, die steht aber scheiße. Das ist meine eigene. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich nicht zerlegen. Auch nicht? Was bist denn du? Okay. Du warst so ein Solar, du warst so ein Windkraftding, hä? Kann ich nicht zerlegen? Dich kann ich mitnehmen. Ui. Wieder ein Iridiumstab. Also Iridiumstäbe haben wir jetzt echt gut gefunden. Also der vor uns hier war, der war ein ziemlich armes Schwein.
Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2, Hitze und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 DI und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Sentinel Corp. Jahr 3055. Ja, ich glaube, die hat es nicht hinbekommen. Zum Glück haben wir es hinbekommen. Oh, wieder reinpacken hier. Okay. Dann 1, 2, 3. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Schwarzpulver, was wir damit wohl machen können. Klettern. Ui. Da geht's weiter runter. Okay, okay. Osmium, okay. Gute Kiste, sehr schöne Kiste. Viel Zeug drin. Nun, ich hatte keine allzu hohen Erwartungen, aber dass der Landeplatz so schlecht ausfallen würde, habe ich nicht erwartet. Dennoch sehe ich keinen Grund, warum ich nicht diesen großen Felsen terraformieren können soll. Ich weiß mehr als genug über das Vorgehen, um es zu schaffen. Schließlich ist alles, was ich tun muss, den Schritten zu folgen, auf gutes Wetter und nicht zu viele Meteore zu hoffen. So schwer kann das doch gar nicht sein. See you then. Ja, 3055. Ja. Ich glaube, es ist nicht gut ausgegangen. Kann ich euch ja vielleicht abbauen? Nö. Hier aber auf alle Fälle wieder. Nochmal runter. Okay. Es war schwieriger als erwartet. Die Atmosphäre ist giftig und die Samen wachsen nicht. Wirklich. Unter der Erde? Meinen Berechnungen zufolge sollte die Position des Planeten optimal sein, um ihn in etwa 2 Jahre zu terraformen. Bis dahin muss ich einfach überleben. See you then. Ja, 3055. Scheiße, wir hatten Glück. Wir hatten ja richtiges Schwein. Wir kommen zum Glück erst ein paar Jahre danach an. Sonst könnten wir das arme Schwein hier sein. Eieieiei. Wir hatten Schwein. Ja, das hatten wir. Na, dann nochmal runter. Hopp. Oh, okay, jetzt sind wir, glaube ich, am Ende. Eine Lirmasame, jo. Ein Schrank, eine Tür, eine Tür. Aber zuerst. Und wo bitte soll ich auf diesem Planeten mehr Iridium finden? Ich habe überall gesucht. Hier ist nur Eis. Ich muss unbedingt wenigstens ein bisschen Iridium finden, damit ich den Planeten aufwärmen kann. Alles draußen gefriert. Ich muss schlafen. Morgen wird es besser. Diese Strafe für so ein kleines Vergehen ist unmenschlich. Das habe ich nicht verdient. See you then. Ja, 3056. Okay, er hat ein Jahr durchgehalten. Ah, wieder einen Chip, den wir nicht brauchen. Kann ich das Bett abbauen? Nein. Den nein. Das da? Nö, nö. Die da auf alle. Geht nochmal runter. Da geht's wieder hoch. Alter, was hat denn die alles gebaut? Hui, Kisten. Ja gut. Er lebt eh nicht mehr. Zumindest die Chance, dass er lebt, ist gering. Also können wir das Zeug hier haben. Ja. Ob wir auch sowas machen hätten können? Wäre auch nicht so cool. Wäre auch nicht so schlecht gewesen, oder? Also so. Eine Base, halb oben, halb unter Erde. Ja.
Aber eins ist klar, ey. Zeug hatte der und wir sind doch nicht fertig. Ich dachte eigentlich, jo, kleine Siedlung, passt schon. Viel werden wir nicht finden. Jojo, viel werden wir nicht finden. Hier lang, da lang, hier hoch. Ja, gehen. Das ist nicht der Ort, doch, das ist der Ort. Ah, wieder ein Iri. Was jammert denn der? Der hat eh Iriumstäbe ohne Ende. Der hätte den Planeten locker anheizen können, so viel Iridium wie der hatte. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Willkommen auf deinen zugewiesenen Planeten. Aha. Oh oh. Ich glaube, er wurde zum Schluss ein bisschen irre. Willkommen auf deinen zugewiesenen Planeten. Ja, ich glaube, der hatte zum Schluss einen ganz schönen Schatten. Oh oh. Das ist die geheime Tür, oder? Schon, oder? Weil hier sind lauter Bildschirme. Uiuiui. Okay, kurz nochmal raus, Leute. Sorry, aber da ist sicher wieder was zum Lesen und mir geht die Luft davor aus. Da lang? Ja. Ja, gut. Ich sag's aber mal so, ey. Das könnten auch wir sein. Die wir so ein bisschen. Ihr wisst, was ich meine. Okay, einen Moment. 1, 2, 3. Oh, ein bisschen Regen. Schadet nicht. Naja, gut, viel könnte schlecht enden, aber es ist, glaube ich, nicht so viel. Ah, wie schon. So, und zack. Alter, es hört sich so an, als wäre der Regen direkt neben mir. Ihr habt mich zum Sterben hierher geschickt. Ihr wusstet von vornherein, dass es unmöglich ist. Es kümmert euch aber auch nicht. Schließlich ist alles, worum ihr euch sorgt, der Profit und die Besiedelung neuer Welten. Wer auch immer dachte, das hier wäre eine gute Idee, war zur Hölle. Vergebung war nie eure Absicht. Seid verflucht, Sentinel Corp. Ziodan, Jahr 3056. Der wurde, glaube ich, ziemlich. Aber gut. Moment. Hier hinten waren wir drinnen. Ja, passt. Wir müssen jetzt hier raus, hier hoch. Hier rüber. Huiuiui. Ganz schön groß das Ganze da unten. So. Geht mir aber langsam das Essen aus. Das heißt, wir werden mal zusammenpacken, was wir so mitnehmen. Okay. Also, die Iridiumstäbe logischerweise. Uranstab auch. Osmium logisch. Schwefel ist gerade nicht so wichtig. Ja, da klar, Schwarzpulver klar, Osmium klar, Uran nicht mehr so wichtig. Aha, was haben wir hier drin? Ja. 300er, keine 600er, also auch nicht so wichtig. Der Pilzsamen ist wichtig, davon habe ich so gut wie nichts.
Dann nehmen wir jetzt hier noch das Schwefel mit, das will ich nicht. Das Iridium nehmen wir auch mit. Den Stoff können wir mitnehmen. So. Die Superlegierung, die Bio. Das und das, würde ich sagen. Okay. Boah, die Bohnen hätte ich aber auch gerne noch mit. Warte, wir lassen den Stoff hier und nehmen die Bohne mit. Gut. Und jetzt da das alles nochmal kurz so reinräumen. Moment. So. Jedem Stimme räumen wir kurz weg. Leuchtfeuer. Titan, Silizium, Alu. Titan, Silizium, Alu. Schön, dass man das immer so schön findet, dass man sowas aufbauen kann. So. Der war irre, oder? Wie die Verrückten gibt's, Bank. So. Gut, ab nach Grün. Grün, Uran. Dort in der Nähe ist auch unsere Base. Ja, ich muss sagen, das war jetzt ein echt cooler Ausflug. Also allein die zwei Höhlen waren nice. Also eigentlich sind es ja drei Höhlen, die wir gefunden haben. Aber in eine kommen wir nicht rein. Die braucht noch etwas. Und dann dieses verlassene Camp, mit dem der ein bisschen irre wurde. Ja. Wie gesagt, ich weiß nur nicht jetzt im Endeffekt, ob das, was da mit dem geheimen Raum also ankam, ob das jetzt wirklich das war, was wir gefunden haben. Es war ein geheimer Raum und es waren ein Haufen Bildschirme. Ja, aber bin mir trotzdem nicht sicher. Aber hey, wir werden sicher nochmal zu den Raumschiffen gehen und dann schaue ich mir halt die Wände an. Ganz einfach. So. Oh oh. Ja, ja, ich weiß. Oh Gott. Hat so viel geregnet? Schaut, wo unsere Algen-Dinger sind. Oh Gott. Ja, das könnte problematisch werden. Mal Wasser trinken. Ja, 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 ja. Kein Stress. Nur mit der Ruhe. Komm, da, da, da. Jetzt bist du wieder glücklich, oder? Gut. Mal das ganze Zeug hier verräumen. Das rein, das rein. Dankeschön. Osmium rein. Stoff hatten wir keinen. Schwefel. Schwefel ist voll. Das. So. Iridium. Uran. Superlegierung. Ja, ja, da kann man nichts sagen erst. So. Dann hier mal abbauen. Hier haben wir nochmal eine Bohne rein. Hier haben wir einen Pilz rein. So. Perfekt. Okay, weniger perfekt. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9. 12. Die Schränke sollen eigentlich den Ausblick nicht verderben. Machen wir es hier hin, ist auch okay.
gehen sich doch frei aus, oder? Ja, ja. Ja, ja, das passt. Drei reichen ja. Moment. Aubergine. Nehmen wir es einfach Auge. Ja, das ist ja auch ein bisschen blöder, ne? Also. Ah. Dann haben wir einen Kürbis. Kürbis. Nicht Ürbis, sondern Kürbis. Ah, Kürbis, Auberginen, Pilz. Pilz. Ja, das soll passen, oder? Und dann hier haben wir die Bohnen nachher noch. Dann machen wir hier die Astronahrung, obwohl. Ja, komm. Ich glaube, das steht ziemlich gleich. Steht nur zu weit hinten. So, ja. Bohne. Ich kann mal auch mal wieder ausschalten. Eine Bohne. Was gibt die Bohne überhaupt? Die Bohne geben aber gut Leben. 60. Mach mir ein bisschen Sorgen. Wegen dem See. Ich hab schon ein Safe gebaut, oder? Ich hab ein bisschen Sorge. Aber nun gut. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das. So. Was brauchen wir denn für die Algengeneratoren 2? Die haben wir ja neu bekommen letztes Mal und habe ja gesagt, die bauen wir. Ich würde sagen, wenn wir die Materialien hinkriegen, bauen wir die noch. Das haben wir schon alles gebaut, hä? Das haben wir noch nicht gebaut, das gehen wir als nächstes an. Das Biodom 2. Das kostet aber 75 Energie, gibt aber 1450 Sauerstoff pro Sekunde. Wow. Yo. Gegen 135 zu 1450. So, Heizung 3 haben wir eh schon gebaut. Generator, den D2 haben wir auch gebaut. Die Schreddermaschine, keine Ahnung, für was ich die brauchen sollte. Der Seewassersammler, den haben wir vorher bekommen. Der war kurz bevor wir gestartet haben, also das habt ihr nicht mitbekommen. Den könnten wir aber auch bauen, der ist auch nicht so schwer zu bauen. Okay, Dünger. Superlegierung, ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist das Problem eher, dass wir kein Ding kriegen. Aber wie viel brauche ich? Ich brauche immer 3, oder? Ja. Kein Bioklumpen. 2 Schwefel. Und 2 Auberginen, also 4. 4 Auberginen. 1, 2, 3, 4. So, dann braucht man noch 4 Super, 2 Magnesium. 1, 2, 3, 4. 4 Super, 2 Magnesium. Was haben die Dinger gekostet?
Okay, das haben die gekostet, das ist mir also eigentlich egal. Zwei Bioklumpen. Einen bauen wir schon mal. Was fehlt denn jetzt noch? Und noch eine Wasserflasche, also zwei Wasserflaschen. Ja. Das nehmen wir mit. Eins können wir ja gleich trinken. Dann können wir ja gleich hier aufbauen, oder? Dann im Endeffekt. Wenn das eh voll hier wird. Ich habe noch immer Sorge, aber hey. Wisst ihr was? Wir stellen den hier so schön mittig und dann sehen wir ja, was passiert, oder? Mal schauen, ob die anderen zwei vielleicht schon Algen haben. Leider nicht. Naja. Wo ist denn der nächste da? So, und dann war noch der Wassersammler. Ja? Dafür brauchen wir noch ein Alu. Und ja, ich habe die zwei jetzt abgebaut, weil... Schaut mal. 350 Sauerstoff. 127 Sauerstoff. Also sprich, einer macht so viel wie zwei von denen. Und ich will ja, wenn, dann zwei von denen bauen. Also... Uns fehlt nur leider Gottes noch eine Alge. Alu. Andere Seite. So. Dann setzen wir den, würde ich sagen, hier hin. So. Der ist so eine Markierung. Jetzt da. Öffne Seewassersammler. Stillt einen Durst voll. Oh, okay. Der sammelt jetzt einfach auch Wasser. Das ist im Endeffekt eine zusätzliche Wassereinheit. Okay. Ja. Haben wir den und den. Finde die nicht so schlimm. Ja, die Alten wollen beginnen. Das heißt, wir tun jetzt mal Kristalle gucken. Also die Biomasse, die fliegt gerade noch. Zurzeit. Der Rest ist eher so... Ja. Gemächlich. Aber ich würde sagen, für heute reicht es trotzdem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann heißt es wohl wieder ein bisschen bauen. Schätze ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Ciao.